So, hallo Freunde, grüß euch, Kranika Buschkopf Oberland. Heute bin ich wieder unterwegs. Bin ich da bei einem Buschkopf-Treffen eingeladen. Da wieder im Seller rein, da war ich vor 2 Jahren schon mal. Letztes Jahr habe ich euch kennen, weil mir da die Grippe da ziemlich der Hosche hat. Und jetzt sage ich noch einen kleinen Platz. Da runter im Eck, rechts im Eck unter den Bäumen, da wird das Treffen stattfinden. Vielleicht müssen wir nachher noch als Haupt bauen. Ja, wir haben ziemlich auf den Zeug mit, wie zu sehen jetzt. Was zum Essen, wir haben wieder kochen für die ganze Mannschaft. Das, was ich heute mache im Dachofen, habe ich noch nie gemacht. Lass dich überraschen. Und draußen schlafen, weil ich werde noch zu später Stunde wieder nach Hause fahren. So schaut es aus. Fleißig beim Schöpfen. Gemütliches Platz machen wir. Neben dem Feuer. Zwei Leute verstecken sich gerade hier unter dem Baum. Ja. Also, wer bist jetzt du? So. Du bist wir da. Wir pflücken Brennholz. Und du kommst aus? Ich komme aus Ötzis Heimat, aus Südtirol. Und ja, ich mache mich mal hier nützlich beim Feuer machen. Super. So, wer ist jetzt? Den kenne ich gar nicht. Ja, ich bin also ein Kumpel von Eno. So ein dubioser Waldbewohner. Ich bin der Leo von X-Boll. Ich mache die Kocher. Wir haben jetzt von den Schweizern haben wir so ein Spezialrezept bekommen. Das ist ein Teebeutel Pfefferminztee mit heißem Wasser und Troika. Troika? Troika, das ist also so was Grünes. Schaut nach Gift aus, aber schmeckt. Ja, und haben wir noch eine Dame, das ist die. Ja, das ist die aus der Schweiz. Die Outdoor-Li. Ja. Die Outdoor-Li. Genau. Mit Troika. Und wir zeigen, wie in der Schweiz getrunken wird. Sehr gut. Genau. Du hast deinen eigenen YouTube-Kanal? Ja, Outdoor-Li heißt der Kanal. Passt. Genau. Nicht mehr so aktiv, aber kommt wieder hoffentlich. Sehr gut. So Leute, da haben wir jetzt den Organisator für den Buschkopf-Treffen. Der Tiroler, der Christian. Erzähl mal, wo sind wir da genau? Ja, wir sind da in der Nähe vom Kühtai in Sellran, ganz genau möchte ich es jetzt nicht sagen. Aber ja, wir sind auf ca. 1680 Meter. Wir kriegen heute Nacht ein paar knackige Minustemperaturen, vorausgesagt minus 12. Schauen wir mal, was passiert. Mit Wind, gefühlte 15er. Ja, wird hinkommen, ja. Ja. Aber das Wichtigste ist, wir sind gerettet. Der Eno, unser Koch, ist da, weil ohne den Gang hat nichts, dann hätten wir wieder heimfahren können. Stimmt. So, die jetzt gerade den Platz gemacht. Mit dem Fernseher jetzt eh gerade die Feuerstelle. Und jetzt ist es so taub, so ein so Baumarktbäume um und rum. Es wird noch ein bisschen windgeschützt sein. Es geht da und macht ziemlich der Wind. Weil gerade da unten ist der Bach. Und es sieht richtig, richtig her. Und wie der Christian zuerst schon gesagt hat, es soll ja heute bis zu minus 12 Grad zum Rad kriegen. Bin echt gespannt. So, du bist zum ersten Mal dabei. Wer bist jetzt du? Ich bin der Naturbursch auf Instagram. Heiß Manuel, bin 38. Mach hauptsächlich Buschkraft, Outdoor, ein bisschen Survival. Hauptsache Natur, Hauptsache raus. Genau, das ist mein Motto. Und woher kommst du her? Ich komme aus Neuburg an der Donau, das ist bei Ingolstadt, Bayern. Bayern, ja, okay. Genau. Und du bist halt mit dem Leo da, gell? Genau, Leo haben wir mitgenommen, genau. Der kennt sich schon länger? Ja, so ein halbes Jahr ungefähr. Wir waren schon auf einer Hüttentour, haben schon ein bisschen die Berge erklimmt. Genau. Ja gut, dann wünsche ich dir viel Spaß heute. Ebenso, danke dir. Bingsbungs damit. Ja. Ein Anzündkamin, so heißt es genau. Und da habe ich Fleisch, aber dann mache ich noch ein Video und zeige eigentlich das, was es hier gibt. Jetzt scheint mein Assistent, der Elias. So, mittlerweile ist der Platz jetzt fertig.
Vor allem, dass wir ein bisschen einen Windschutz haben. Da hat der Christian eine Feuerschale mitgenommen. Und ich ein bisschen Holz. Aber die Gegend ist echt super, muss ich echt sagen. Vor allem Traumwetter, bis auf die Kälte. Hallo! Da schreit schon wieder einer. Ist das der X-Feier? Nein! Scheiße! Und das ist der Zeus. Das ist der Zeus, ja, hallo. So Leute, ihr habt schon ein bisschen was hergerichtet. Und wir machen heute dann das Fleisch mit. So, Achtung, weg! Zeus, geh weg, Oma. So, haben wir schon das Fleisch. Da habe ich Schweinenacken, glaube ich, ist das. Und da habe ich ein Gyros, ein Gewürztraut, das heißt, heute gibt es Schichtgyros. Und ich habe jetzt schon zu Hause schon ein bisschen was vorgeschnitten. Da habe ich Zwiebel und Paprika rein. Das kommt sozusagen zum Boden oder auf den Boden. So. Fertig. Nachher werden wir da jetzt das ganze Fleisch hängen. Das werde ich jetzt so einschichten. Schafskäse. Zwiebel. Das Ganze wird jetzt wieder mit Fleisch abgerundet. So, gibt der Schafskreis drauf. So, haben wir ein bisschen Zwiebel. So genau werde ich es jetzt in die Woche. So. So, das werde ich jetzt so lassen. Und da tue ich jetzt oben drauf noch. Frühlingszwiebel drauf. So. Jetzt warte ich auch noch, bis die Kohle fertig sind. Und nachher werden wir das Ganze nachher auch hier. Dann haben wir den Deckel drauf. Und fertig. Eine Ewigkeit später. So, jetzt sollen wir mal zum Elias gehen. So Elias, wo schlafst du heute? Da haben wir da gerade ein Loch ausgraben, weil wir den Plan isolieren. Dann noch keinen Platz für meinen Rucksack. Und ich werde auch unten reinlegen mit einem Bivi-Zelt, damit ich ein bisschen windgeschützt bin. Das ist gut. Ja. Und da haben wir einen Mitch. Also Mitch, ich weiß nicht, wo er ist, aber man sieht zumindest die Füße von Mitch. Der schlaft in ein Zelt rein. So, und dann umdrehen, so schaut das Ganze aus. Da haben wir kurz einen kurzen Platz mit einer Feuerschale. Aber das braucht es auch bei dem Wetter, bei dem kalten Wetter. Eine Feier braucht es auf jeden Fall. So Leute, mittlerweile ist ungefähr, keine Ahnung, nach 5, halb 6 ungefähr. Mittlerweile wird es schon dunkel und es ist richtig, richtig kalt. Es geht da ziemlich der Wind. Wir hocken da schon am Lagerfeuer, wenn man das sieht.
Und wir müssen jetzt ungefähr noch bis Viertel nach sechs, halb sieben warten. Dann müsste das Fleisch nachher fertig sein. Mittlerweile ist Essen fertig und ich würde sagen, schauen wir mal nach. So, und der Erste. Ich muss mich auch gleich anmelden, dann kann ich mich gleich an den Hund. Ich muss ein bisschen Soße haben. Wie viel Brot hast du kalkuliert? Jeder zwei. Okay. Und der Nächste! So, mittlerweile sind alle beim Essen. Vielen Dank. Ich hoffe, bitte, ich hoffe, es schmeckt halbwegs. Sehr gut, halbwegs. Perfekt. Die Soße ist gut. Ja, die Dosen. Ah, Gretscher bist du. Der Milch hat das. Komm her. So, mittlerweile haben wir fertig gegessen. Es ist mittlerweile echt frisch. Ja, und an der Stelle möchte ich noch an einer meiner Abonnenten einen schönen Gruß ausrichten. Der Gruß geht an die Dr. Nico Götz. Und ja. Ich bin auch Abonnent. Ich schau. Alle, oder? Ja, alle sind Abonnenten von mir noch. Ja, gut. Ja, gut. Und ja. Jetzt muss ich gleich einen Nachschlag geben, weil der Leo hat so einen großen Hunger. Da kriegt jetzt gleich einen Nachschlag. Und ja. So Leute, mittlerweile ist es 8:30. Hinter hocken alle noch beim Feuer, ich hoffe man sieht es. Es geht mittlerweile ziemlich der Wind, es ist schon richtig, richtig frisch. Hallo Enno. Hallo. Und ja, ich werde jetzt hiermit nachher das Video nachher beenden, weil ich ja sowieso nicht da schlafe und ich habe nicht mehr viel Akku. Natürlich kann man nicht sagen, man kann ja einen Akku aufladen, habe ich auch versucht. Aber ich glaube, wenn die Actionkamera extrem kalt hat oder der Akku, dann lässt sich das Teil nicht mehr aufladen. Habe ich jetzt auch schon probiert, das hat es mal eine Weile aufgeladen und dann nach ein paar Minuten hat es abgebrochen, keine Ahnung. Ich muss dann probieren, ob das ist oder ob noch der Stecker kaputt ist. Keine Ahnung. Ja, auf alle Fälle werde ich mich hiermit verabschieden. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Ich würde mich natürlich über ein Like oder ein Abo natürlich freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, vielen Dank, danke.